So, das war jetzt Level, was war das? 3. Also noch 3-mal der Spaß. Sorry, es tut mir leid. Ernst? Muss ein guter Abend gewesen sein gestern. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Crash Academy. Wir machen ein kleines Let's Play und zwar ist mir ein Malörchen passiert und ich bin als Public Enemy gekennzeichnet. Der liebe Sawyer hat jetzt die ruhmreiche Aufgabe, mich irgendwie heil ins Security Outpost zu bringen. Ja, die glorreiche Aufgabe. Also wie auch immer ihr das beim Training gestern geschafft habt, das ist mir schleierhaft. Aber ich bin jetzt hier mit meiner Reliant auf dem Weg nach Grimhex und versuche die jetzt also in dem Asteroidengürtel hier zu finden. Wobei Weasen vor allem jetzt darauf aufpassen muss, dass du nicht auf dem Weg aus der Station schon weggefischt wirst, oder? Ja, absolut. Aber momentan sieht es gerade ruhig aus, was sehr, sehr gut ist. Ach, übrigens, wir haben die 10.000-Marke geknackt, ja, auf dem Channel und sehr viele nette Grüße auch bekommen und Dankesagung bzw. Gratulationen ist das richtige Wort. Da haben wir uns riesig gefreut und wir haben auch was geplant, ne, Sawyer? Ja, auf jeden Fall haben wir was geplant. Und zwar werden wir erstens einen absoluten Super-Livestream machen und zwar wird der am 15. Oktober stattfinden. Das ist ein Samstag und wir werden 10 Stunden für euch livestreamen. Also 15. Oktober, schon mal vormerken, wir werden es überall natürlich auch noch bekannt geben, auf dem Channel, auf unseren Social-Media-Plattformen, SCB und so weiter. Aber 15. Oktober für euch schon mal, da wird es einen 10 Stunden Crash Academy Livestream geben. Das heißt, da werdet ihr am Ende wünschen, dass wir endlich aufhören, oder Weasen? Genau, wir quatschen bis zum Letzten. Und bestimmt spielen wir auch spannende Sachen, testen Sachen, also es wird wirklich sehr aufregend. Eine Woche nach der CitizenCon ist es in etwa, ne? Genau, richtig. Das heißt, wir können auch schon die ganzen neuen Erkenntnisse aus der CitizenCon mit einarbeiten und werden euch natürlich dann gerade zu Star Citizen auf dem Laufen halten, aber wir werden auch so ein paar andere Sachen testen. Unter anderem übrigens Dreadnought. Und dafür werden wir auch noch Verlosungen starten, jetzt die nächste Zeit über, dass ihr nämlich selber bei der Closed Beta von Dreadnought mit dabei sein könnt. Also bleibt dran, das wird auf jeden Fall sehr, sehr cool. Es hat auf jeden Fall bei uns in der Community eine ziemliche Seuche ausgelöst, würde ich sagen. Die Leute sind angesteckt und es macht wirklich Spaß. Also gerade Teamplay ist da im Fokus. Also ich bin da ganz begeistert von, auch wenn es ein bisschen Übung erfordert, ne? Aber was tut das nicht? So, und jetzt kommen wir mal wieder zur Task at Hand. Also ich bin jetzt relativ kurz vor Grimhex. Zumindest das, was ich als Grimhex identifizieren kann. Wie sieht's denn bei dir jetzt aus? Also ich stehe vor dem Cargo Hold. Das ist der Eingang zur Zero-G-Bereich. Hier sieht man es auch gerade, da, Cargo Hold Level 4 und würde versuchen, dann im Zero-G zu dir durchzukommen. Und da wäre es vielleicht nett, wenn du aussteigst und ein bisschen so die Umgebung sicherst. Ja, das mache ich gerne. Ich habe bisher noch keine weiteren Kontakte, aber ich bin auch noch, ich würde mal so schätzen, 40, 50, 60 Kilometer weit weg. Ganz mutig, Schleuse ist zu. Gravitation setzt aus. Und Waffe ist gezogen. Mal sehen. Es sieht echt geil aus hier hinten, muss man sagen. Frage ich jetzt eigentlich, wie ihr das jetzt geschafft habt gestern, oder? Naja, Strafzettel. Sorry. Strafzettel auf Port Elisar, eine Reihe, lange Zeit nicht bezahlt worden, ne? Du weißt ja, wie das ist. Zu schnelles Fliegen im Nela-Gürtel. So, ich habe einen Kontakt, eine 300er. Wolong? Wolong? Ja. Achso, so heißt der Mann. Der heißt okay. Wolong, ja. Dann habe ich eine Kartual, glaube ich, Kralus. Das sind die einzigen beiden Kontakte, die ich bisher habe. Scheinen beide... ja, entweder warten sie oder sie scheinen beide bei den Landing Pads, glaube ich, zu sein. Na, da sind sie doch gut. Da sind sie gut. So, ich werde jetzt von SCM, von Cruise auf SCM gehen und peile mal direkt. Also ich kann jetzt erstmal hier keine Bewegung ausmachen. Nee, du siehst mich noch nicht. Ich bin jetzt etwa noch 10 Kilometer von dir entfernt. Also du siehst mich, hast noch keine Chance, mich zu sehen. Nee, ich meinte jetzt eigentlich hier gerade so. In dem Hangar oder in dem Cargo Hold, in dem Frachtausgang. Also die beiden Kontakte sind beide auf den Landing Pads anscheinend. Hauptsache jetzt kommt keiner mir hinterher von oben. Ja. Negativ, warte mal, Wolong? Ja. Der sitzt vor dem Ausgang.
Welchem Ausgang? Bei mir? Ja. Dann müssen wir den leider wegputzen. Es tut mir leid. Warte mal, ich gehe jetzt mal runter. Ist es ein Wanted oder was ist der? Nee, ist er nicht. Wird zumindest mir nicht so angezeigt. So. Der fliegt irgendwie. Nee, der ist aber in seinem Schiff drin und er ist auch nicht hier, wo wir sind. Nein, der schwebt über den Landing Pads, warum auch immer. Okay, gut. Kreist er dahin. Aber er ist aktiv, also wir müssen wahrscheinlich gucken, dass wir ihn so schnell wie möglich jetzt hier, dass wir diesen Ort hier so schnell wie möglich verlassen. Ja, ich bin auf dem linken Ausgang, bin ich, ja. Ja, ich komme jetzt gerade an. Also meine Seite links, auf deiner rechten Seite würde ich rauskommen. Ja. Okay. Ich sehe dich kommen, ich sehe dich. Ja. Sieht so, alles safe aus, ne? Fliegt noch ein kleines Stück ran. Jetzt drehe ich die Maschine. Und werde dann in den Landemodus gehen, damit wir einsteigen können. Ja, ich check schon mal hier die ganzen Ausgänge. Es sieht aber echt safe aus gerade. Ich glaube, dass mich keiner gerade auf dem Kicker hat hier. Nee, tatsächlich sieht es so aus, ja. So, ich steig aus dem Sitz. Weißt du, es war gestern eine Kneipenschlägerei auf A-Corp, ja, ja. Die leider so ein bisschen entgleist ist. Ja, erst waren es Strafzettel, jetzt ist es eine Kneipenschlägerei. Es endete dann für manche in der Brick. Ja. Auf A-Corp. So, ich bin im Frachtraum. Du kannst jetzt einfach rein, EVA, hinter dir ist niemand. Das sieht toll aus. Es sieht toll aus. Nur die Frames könnten ein bisschen fluxer sein. Ja. So, und drin. Da bist du perfekt. Drin, ja? Gut. Auf wegstecken. Ja. Und ich setze mich auf den Co-Pilotensitz. Jawohl. Ah, du bist auch bei mir, bist du tatsächlich ein Criminal. Sehr gut. Jetzt will er sich nicht setzen. Manchmal, ja, jetzt. Wird jetzt. Er, jetzt ja. Du musst sie manchmal ein bisschen überreden, die liebe Reliant. Gut. Jetzt bei mir klappt's auch. So. Ich würde ja zu gerne wissen, ob andere Leute mich jetzt hier drin sehen. Oder halt nicht. Ja, das weiß ich auch nicht. Das kann ich dir auch nicht sagen. Sieht so, schick aus. Okay. Du bist voll beleuchtet hier bei mir. Gut, dann mach dich mal auf eine kleine Karussellfahrt gefasst, denn... Es muss schnell zack. Gehen. Ah! Jawohl. Jetzt bist du unten. Es sieht ein bisschen unnatürlich aus. Und die Displays arbeiten noch nicht, ne? Die MFDs, aber da oben werden sie eh nicht so viel bringen, ne? Ja. Also unten arbeiten sie noch nicht, ne? Nee, alles rot. So, ich gehe jetzt direkt auf Cruise Speed. Machst es ja den anderen Leuten viel zu schwer. Ich bewege mich sogar mit. Sehr schön. Und es sieht toll aus. Es sieht hammer aus. Puh, so. Wir entfernen uns von Grimhex. Bis aufs Heck so vom Schiff, muss ich sagen, finde ich es wahnsinnig schön. Der Wanz da hinten dran. Das ist ein bisschen seltsam. Was meinst du, meinen Bienenkörper? Ja, das stimmt. Der könnte ein bisschen runder sein. Aber gut, warum auch eigentlich? Wenn man halt eckige Kisten transportieren will. Ja, stimmt schon. Oh, es sieht so geil aus. Der ist schon heiß, oder? Ja, jetzt bräuchte so eine Waffenkontrolle, wäre geil da drauf. Tatsächlich, auch in der Außenansicht vom Cockpit, ne, werden bei dir auch noch keine Holo-Bildschirme oder irgendwie ein HUD oder sowas angezeigt. Ne? Das ist tatsächlich nix. Alles. Du bist jetzt wirklich nur Beifahrer gerade. Ja, hab einen wunderschönen Ausblick, muss man sagen. Also ich sehe eigentlich fast nur die Sterne. Tatsächlich ist diese Kuppelkonstruktion wirklich sehr gut. Ich kann sogar nach unten gucken. So, ich werde jetzt mal gucken. Wir müssen ein bisschen höher noch, um den Security-Post direkt anspringen zu können. Oder wir weichen aus halt, ne? Aber die Comrades sind alle, glaube ich, befriedet, ne? Ja, eben. Darum. Da darfst du jetzt dich nicht blicken lassen. Wir fliegen jetzt direkt zum Security. Wir können direkt durchspringen. Wir müssen nur den Asteroidengürtel hinter uns lassen. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht Stunden, lieber Sawyer. Nee, keine Sorge. Das sind nur noch Essen und das sind nur noch ein kleines Stück, muss das sein. Bis wir ihn direkt anspringen können. Bisher scheint uns aber niemand zu folgen, also ich habe keine Kontakte irgendwo. Vielleicht funktioniert die Masche, ne? Mhm. Dass man sich mit reinsetzt irgendwo. Ja, könnte sein. Ich meine, wir könnten es natürlich auch versuchen über einen Comrade. Vielleicht bemerkt man uns ja dann auch nicht so. Soll ich es riskieren? Lass es das doch ausprobieren. Ich meine, sonst müssen wir halt notfalls okay. Wegspringen. Du musst halt schnell reagieren, falls wir Kontakt okay. Bekommen. Comquad Comrade 306. Und wusch. Nein, jetzt wusch. Jetzt wusch. Das Comrade ist eh deaktiviert. Sehr gut. How convenient. Yep.
Dann springe ich direkt weiter, ne? Ja! Okay. Oh, da kommen sie. Sie kommen. Post-Career? Ja. Sie kommen und werden mir als Freunde angezeigt. Sind das Piraten? Ja, das sind Piraten. Hallo, Freunde! Wenn ich das mal sagen würde, ne? Ja. Frech. Kann ich dazu. So, wir sind im SCM wieder. So. Kralus ist uns anscheinend mitgesprungen. Ich kann leider nicht sehen. Gerade schon. Ja, der ist an Backbord von uns, 4.500. Scheint sich aber erstmal vornehmlich nicht für uns zu interessieren. Sag mal, wieso sehe ich eigentlich die Quantum Drive Sprungpunkte immer noch? Müsste das nicht umschalten wieder? Denke ich ja. Hoffentlich habe ich die nicht gleich im FPS, weißt du. Ja, das wäre super. W.D. Murphy, irgendwie kommt gerade an, der ist geflaggt. Ich glaube, wir sollten schnell aussteigen, ja? Ja, ich denke auch. Keine ordentliche Landung, kein irgendwie Protokoll, wir machen das jetzt ganz dirty. Jawohl. Du musst meinen Arsch retten, ne? Nach der Schlägerei gestern und dem Kater bin ich nicht mehr so fit. So. So, okay. Wir sind jetzt im Landemodus. Aussteigen kann ich ja noch nicht. Und wir landen. Ich glaube, da muss ich stehen für, ne, fürs Aussteigen. Ja. So, jetzt kannst du aussteigen. Wir sind gelandet. Ja, ich mach's, ich stehe auf. Holy fuck. Ich hab hier ein paar Leute um uns rum, ne, also... Oh, super, ich guck hier schon Richtung Ausgang. Mhm. War das ein Schuss gerade? Nee, das war, glaube ich, mein Sitz, der hier gezischt hat. Oh, ich stelle gerade fest, dass meine Ballistic Rifle keine Munition hat. Sieh schön. Ich schalte mal auf die Pistole um. Mach mal Reload. Drück mal R manchmal. Oder schieß einmal mit dem Gewehr. Dann lädt sie eigentlich nach. Okay. Kann sein, dass kein Magazin drin war. Ja, das sieht gut aus, oder? Ja, jetzt lädt er nach, auf jeden Fall. Jetzt hat er's. Alles mein gut. Gott. Warum? Diese Waffen, ey. Ja, aber es sieht so schick aus, vorher, auch wenn es jetzt der falsche Augenblick. Oh, war das ein Schuss? Ich hab nichts gehört, du hast geredet. Aber gut. Okay. Ich mach mal den Spaziermodus aus, ne? Mhm. Ja, hier irgendjemand feuert hier rum. Wir sollten hier, glaube ich, schleunigst verschwinden. Ja. Ich gehe jetzt zum Airlock. Ja, hier, irgendwer draußen schießt hier, oder? Mhm. Ich hab ein... Der ist Airlock, arbeitet. Ja. Das ist unsers? Das ist hier unter Druck jetzt, aber. Das heißt, das ist noch andersrum gepolt. Hier ist jemand reingegangen, nicht raus. Ich halte mal hinter uns alles im Auge, ja? Ja. Der Lock ist clear. Gut. Dann gehe ich an vorne an die Seite und du schaltest es an, ja? Ja. Im Clean komme ich kaum ran. Oh, da ist schon jemand am Terminal, hast du das gehört? Ja. Oder ein Contract ist gerade abgelaufen. Könnte auch sein, ja. So, ich gehe rein. Ach, ich hätte eine Mission annehmen können. Kill, stand gerade, Career Security. Stand da gerade. Okay. Wahrscheinlich hat gerade jemand seine Mission beendet, was für uns ja gut ist. Das stimmt ja. So, der Gang ist safe. Gut. Rück ich mal bis zur Kreuzung vor, ne? Mhm. Links ist sicher. Okay, ich komme dir hinterher einfach, ne? Ich gucke nach rechts. Ich höre jemanden laufen. Ich höre auch jemanden laufen. Ich habe die Treppe im Blick. Ich auch. Ich nehme den Gang links daneben, ja? Nehme ich den Gang. Aber es kann auch sein, dass jemand sich an der Konsole zu schaffen macht da unten. Ja, ich guck mal rein, ja? Ich guck nach rechts. Ja, ich guck die Treppe. Oh. Ja. Uh-huh. Niemand an der Konsole? Oh, da hat jemand gerade, glaube ich, das Terminal aktiviert oder sowas. Ja, ich glaube auch, ja. Wollen wir hochgehen und einfach erledigen, bevor wir... Ja, würde ich sagen. Gut, dann ich rücke jetzt auf die Treppe vor. Gut. Bin oben, hinten links ist safe. Guck mal schnell, ob da noch eine Energiewaffe ist, die ein richtiges Scope hat. Ja, mach ich. Ist es. Perfekt. Sehr gut. Ja, hab ich. Hakt manchmal alles so ein bisschen, ne? Bin ausgerüstet, ja. Gut, perfekt. Das macht's schon mal besser. Gut, dann gehen wir weiter. Ich höre hier ziemlich rasche Schritte irgendwie. Über uns. Oder bist du das? Ja, das war ich wahrscheinlich gerade. So, ich rücke jetzt weiter vor. Du musst auf die Galerie links achten. Ne? Ja. Ich bin hinter dir. So, Treppe sehe ich niemanden. Können wir schleichen eigentlich? Nee, ne, das geht noch nicht. Nee, das ist nur über dieses langsame Laufen. Treppe. Mhm. Ich rücke weiter vor zum Gang. Und jemand startet. Ja, Gang ist safe. Niemand drin.
Ja, eigentlich ganz gut. Von hier oben können wir. Können wir auch dann mal runterschauen danach? Wir sichern erstmal den Raum. Warte mal. Ja. Oh, Vorsicht. Offen. Offen, aber niemand drin. Raum ist leer. Gut, dann läuft die Mission auch nicht, ne? Nee. Das bedeutet, dann würde ich sagen, runter. Erstmal kurz inspizieren von hier oben. Würde ich sagen, oder? Ja, ich sehe nichts, ja. Sieht soweit clear aus. Ja. Was machst du jetzt? Du bleibst jetzt hier oben, oder? Nee, ich komme mit dir runter. Und setz mich dann sozusagen in deinen Rücken. Okay, ja. So, dann gehe ich jetzt vor. Ich kann mich auch verstecken, sobald es läuft. Ja, genau. Ich muss ja nicht mehr daneben stehen. So. Gut, okay. Du hast die Treppe im Blick, ne? Ja, Treppe habe ich. Ist niemand. Ja. Gut, ich habe die untere Treppe im Blick. Okay. Rechts der Raum. Ist safe. Ja, ist niemand drin. Gut, wir können runter. Okay. Dann sicherst du jetzt nach links hinten, ne, gleich, oder? Mhm, ja. Vorsicht, Vorsicht, nicht so schnell. Hier gut. Ist niemand zu sehen. Okay, dann wechsle ich jetzt nach rechts und du machst den hinteren Gang, ne? Hinter ja. dir. Ja. Gut. Sieht sehr gut aus gerade. Ja, nichts zu sehen. Nicht zu sehen, ich sichere nach komm links. Ja. Mhm. Hier rechts hoch. Gut. Okay, so, hier ist nämlich in der Regel eine perfekte Position. Jetzt kannst du nämlich ans Terminal gehen. Gut, ich gehe ran. Sollte laufen. Mhm, gut, dann komm mal ein Stück zu mir zurück. Könnten jetzt immer wieder Geld verdienen, indem ich das jetzt unterbreche und den Hack prevente und du wieder rangehst, ne? Nee, das machen wir nicht. Das kein machen Betrug wir nicht. Hier. Nein. Es geht ja nur darum. Da kommt jemand, da ist jemand, fuck, da schießt jemand. Wo denn? Direkt geradeaus. Ja, Check hab ich. Wie hält der aus, Mann? Der hat sich zurückgezogen. Nee, er kommt wieder. Schön, gezielt feuern. Ja. Guck mal nach rechts jetzt. Du kannst ja mal links gucken, wo er rüber lunzt. Ich krieg nochmal Feuer. Jetzt habe ich dauerhaftes Schussgeräusch, ne? Ja, er ist auf der rechten Seite, ist er jetzt. Mhm. Jetzt ist Schussgeräusch aus. Er hat irgendwo eine Position gefunden, wo er kaum zu treffen ist. Ja, ich sehe. Fuck, ich hasse sowas. Egal, nicht heulen. Er kommt jetzt. Wir haben ihn! Jetzt ist. Wir haben einen erwischt. Ja. Ja, das war's jetzt. Oh Mann, wenn es so weitergeht, müssen wir aber Munition klären, ne? Auf halber Strecke. Hm, könnte so sein. Ich habe jetzt noch 66 Schuss. 57 Schuss in dem ersten, in der ersten Energiezelle. Mhm. Ich müsste ja zwei haben eigentlich, ne? Auf was? Ich werde mal gucken, ob ich mich healen kann zwischenzeitlich. Ja, ich bin wieder fit. Ich bin wieder fit, das war mein. Wir müssen die Galerie da oben so ein bisschen nach Bewegung abchecken ab und zu, ne? Ich kann ja die linke Galerieseite nehmen und du die rechte, ne? Mhm. Mach es über Kreuz jetzt. Ja. Weil da habe ich nämlich jetzt die Eingänge im Blick und die beiden Galerien. Ja, genau, habe ich auch. Wie lange prozesst das denn? Keine Ahnung. Boah, sag mir nicht, dass es jetzt 10 Minuten pro Stufe sind. Nee, ich glaube, es war früher immer eine Minute pro Stufe. Aber er macht ja nicht alles am Stück, er muss ja jedes Mal wieder ran. Also daneben stehen muss. Fuck! Das ist draußen. Das sind Badger. Ja, klar, sie nehmen uns jetzt die Schiffe weg, oder? Meine Reliance steht noch. Gut. Zumindest wird sie noch angezeigt. Bei mir wird sie auch angezeigt, witzigerweise. Ich habe auch die Markierung bekommen. Okay. Ich weiß nicht, ist meins abgestürzt? Der scheiß Computer? Der Hack. Fuck! Ist nur draußen. Psychoterror, Mann! Ich hab eine Schleuse gehört. Ja, ich höre auch irgendwas. Ich sicher nach links oder rechts, ja? Verstanden? Ja. Das sind Schiffsschleusen, das ist noch kein Airlock, ne? Das sind irgendwelche. Wie lange warten wir bis. Ich meine, neben dem Terminal stehen muss ich eigentlich nicht, ne? Bis jetzt. Nee, eigentlich nicht. Der Hack läuft. Wie lange dauert das denn? Oder läuft das jetzt durch bis zum Ende? Kann sein.
Aber eigentlich müssten alle Zellen verschwinden da oben, ne? Ja. Ah, jetzt. Ah! Mein Gott. Gefühlt war das jetzt eine halbe Stunde, Mann, ne? Ja. Ja. Dann renne ich mal schnell wieder hin. Ja, ja. Jetzt bist du nämlich auch wieder rot gefleckt. So läuft. Nächste Runde. Ja. Wie oft müssen wir das jetzt machen? 6 Mal. Ah, vielleicht schneiden wir, ne? Ja, vielleicht. Oh Gott. Okay. Das ist ein Albtraum. Die arme Staffel. Da muss jetzt jeder durch. Ja. Aber wir sind ja auch blöd. Wir hätten die alle mitnehmen sollen heute. Ja, das stimmt. Dann wäre es gar kein Problem gewesen. Nee. Ja, schnappt euch einfach ein paar Marines. Ja, ich glaube auch. Schnappt euch einfach ein paar Marines. Scoots und seine Jungs sind freuen sich darauf, euch hier irgendwie drin Rückendeckung zu geben. Wir hätten dem Gouverneur von A-Corp nicht die Frau ausspannen sollen, danach seine Mutter beleidigen in der Kneipe. Fuck, Entschuldigung. Oh je. Yeah. Trigger Happiness. Okay. ja, wahrscheinlich. Du musst echt mal Ninja und deine Jungs da mal auf die Finger hauen. Ja, ich hoffe, das Let's Play ist für euch auch spannend. Für mich ist es ziemlich spannend, auch wenn ich immer nur hier rumrocke. Und irgendwie, Seven Freak muss auch mal lernen, dass er nicht jeden Nippel durch die Lasche ziehen muss, ja? Also, es geht nicht. Jetzt sitze ich hier mit dir wirklich rum und dann... Nein. Wir haben jetzt die Hälfte vom fünften Zyklus. Ja, jetzt ist eins weitergekommen. Aber sag mal... Jetzt höre ich Schritte, warte mal. Okay, Konzentration. Ja, ich höre Schritte. Das Gefühl, die kommen von rechts, ne? So sagen. Ich lade mal gerade auch die andere nach. Die will er nicht laden. Gut, keine Experimente. Ich halte jetzt einfach die Waffe in der Hand. Mhm. Okay. So, noch ein Level. Ich renne vor, ja, Vorsicht. Mhm. Ey, Leute, was ist das für ein Witz? Mann. So, das war jetzt Level, was war das jetzt? Ich bin jetzt noch Level 3. Also noch 3 Mal der Spaß. Sorry, es tut mir leid. Echt dein Ernst? Muss ein guter Abend gewesen sein gestern. Ihr Säcke, und dann sagt ihr nicht mal Bescheid. Eieiei. Keiner will deine Reliant haben. Nö. Ich bin ganz froh darüber. Ja, kommen wir hier vielleicht wieder weg. Ah ja. Oh, und ich renne. Und ich renne. Achtung, Konzentration. Und es geht wieder los. Holy shit. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass Seven Freak hier so lange gewartet hat. Der hat es mit Sicherheit nicht probiert. Der hat's gemacht, klar. Echt jetzt? Ja. 2 Mal schon. 2 Zyklen. Der ist nämlich leider zur Erklärung, der kriegt seinen Status gar nicht mehr los. Ja. Egal, was er tut. Aber es ist natürlich praktisch, wir könnten eigentlich immer dann jetzt als Lockvogel benutzen für Navy-Übungen. Ja, natürlich. Aber... Tolle Aufgabe. Ich möchte hier auch nochmal auf den Punkt bringen, ja? Sowas passiert nur Seven Freak. Also... Ja, wenn mir einer die Geschichte erzählt hätte, ja, es gibt im Fighter Command einen, der kriegt seinen Outlaw-Status nicht mehr los, egal was er macht, dann hätte ich dir sofort sagen können, so viel Glück kann nur er haben. Ja, echt. Also der kriegt immer so eine Sache hin. Genauso wie Sly irgendwie der Fachmann für Dinge ist, wie sterbe ich am bescheuertsten? Ja, wie finde ich zielsicher jeden Bug? Genau. Seven Freak probiert dann sowas aus, das war völlig klar. So, run! Letzter Durchlauf, oder? Letzter Durchlauf, wir haben es gleich. Dann bin ich ein rechtschaffender Bürger wieder. Ja.
Was ich immer noch nicht verstehe, ist, wie diese Daten jetzt von diesem Computerkern hier in die Comlinks eingeschleust werden kann, in die Comarrays. Keine Ahnung. Wir haben keine Connection, keine Abdeckung, trotzdem werden die Daten transferiert. Das muss ich mir erklären. Tja, 30. Jahrhundert. So, aus. Geht irgendwie. Es geht ja aber jetzt tatsächlich relativ fix hier. Gleich. Gleich. Und wenn jetzt alles gut läuft, steht die Reliant wirklich noch da. Mein Gott, das wäre echt... Oh, Joker! Joker! Ja, du bist auch tatsächlich wieder weiß. Ich bin wieder ein guter Bürger. Gut, dann lass uns jetzt vorrücken. Zum Schnaps war der Plan, oder? Ach ja, der Schnaps. Nach rechts müsste es sein, ne? Ja, genau. Ich bin hinter dir. Ich weiß jetzt auch, was ihr, die ganzen Geschichten, die du mir auf den Bauch binden wolltest, von wegen, ja. Ihr habt einfach die 10k gefeiert. Und das ist einfach komplett aus dem Ruder gelaufen. So, Schnaps. Ich hab Schnaps. Sehr schön. Oh, ist ja noch mehr Schnaps. Ja, noch eine Flasche. Jawohl. Nom, nom. Sehr gut. Nom, nom, so. Nom. Ab zurück. Aber nicht, dass es jetzt wieder da ab in die Kneipe. nichts da. So, jetzt ab zum Schiff, würde ich sagen. Und was ist das Ziel? Wo wollen wir uns ausladen? Port Olisar, ne? Ja, natürlich. Klar. Da geht's jetzt hin. Ach ja, ich bin wieder ein guter Bürger. Ist nie was gewesen. Zahl meine Steuern. Ja. Bin immer nett, zahle meine Strafzettel, bin immer höflich. So, ich bin an der Schleuse. Gut. Ist alles safe soweit. Raus hier. Gut, okay. Das war unser Ausflug hier zum Security Post. Das erste Mal, dass wir ihn wirklich gebraucht haben. So, okay, dann auf zur Reliant. Gut. Ich stecke jetzt mal die Waffe weg. Sieht alles sehr ruhig aus. Ich konnte sogar die Tür offen lassen hier, guck mal. Mein Gott. So die aber auch bei dir noch offen ist, das weiß man ja immer nicht. Aber echt, du kannst hier auf dem Security Post Career kannst du ja echt die Tür offen stehen lassen, die Schlüssel stecken lassen. Kein Problem. Gute Bürger hier. So, ich steig ein. So, Waffe weg. Und ich steig auch ein, versuch's zumindest. Oh, es funktioniert, ich sitze. Sehr gut, okay, na dann würde ich sagen... Jetzt Vorsicht beim Ausparken. Ja. Ja, denn du musst immer mit der Reliant wirklich erstmal weg vom Landingpad. Ja, aber es ist synchron, ist alles synchron bis jetzt. Sieht gut aus. Und zack. Oh ja. Guter Tipp mit dem Wegfliegen, ne? Ja, darum. Sonst hast du nämlich auf einmal den unteren Flügel im Landingpad drin. So, wir steuern jetzt Comrade 275 an und Comquad, los geht's. Und fliegen dann direkt nach Port Olisar. Und wenn wir dann da ankommen, dann bist du wieder ein rechtschaffender Bürger. Sehr gut. Und Endquad. Ich richte mich direkt neu aus. Und Comquad Port Olisar. So. Und da sind wir. Sehr schick. Wow. Erschreckt man sich immer so ein bisschen, ne? Ja, genau. Plötzlich taucht's auf. Und wenn jetzt Crusader Security nicht spawnt, dann haben wir auch alles richtig. Es fehlt jetzt noch. Das sieht gut aus, ne? Nö, bis auf zwei Constellations ist hier niemand. Es sieht so hammer aus. Ja. Yes! Gut, damit sitzt du wieder neben mir. Lustigerweise. Wie flach die ist, ne? Ja. Und wir haben Landeerlaubnis. So war das. Läuft ja gut. So war das. Genau, auf Landing Pad 02. Das machen wir jetzt auch gleich. Und zack. Sehr schön. Und da gleitet sie runter. Ja.
Und da sind wir. Da sind wir schon. Zeig's doch einmal von vorne, das schöne Schiff, komm. Versuch mal eine schöne Einstellung hinzukriegen. Ja. Hammer. Es ist wirklich ein schönes Schiff, muss man sagen. Gerade für ein Einsteigerschiff ist es echt hübsch, ja. Bin ich auch. Ist total schön geworden. Also muss ich ehrlich sagen. Ich schaffe es leider mit dem Aussteigen nicht gerade. Bei mir ist es verbuggt. Ja, du hast eine ungesunde Körperhaltung. Ja, ja, ich sehe das. Ich bin im T-Pose ausgestiegen, glaube ich, ne? Nee, bei mir kriechst du einfach gebeugt. Okay. Versuch mal aufzustehen oder bist du unterm Schiff gelandet? Nee, ich bin im Schiff, aber ich kann tatsächlich mich nicht so richtig bewegen. Was tust du da? Ich weiß auch nicht. Egal. Du bist hauptsächlich auf Port Olisa angekommen. Ja, vielen, vielen Dank, Sawyer. War ein großer Beitrag. Jetzt bist du weggeflogen. Naja, egal. War ein Riesenbeitrag, hat mir wahnsinnig geholfen. Ihr seht also, man braucht dann wirklich Freunde, die einem helfen, um so einen Status wieder loszuwerden. Mhm. Und wir haben sogar einen erwischt, ne? Ja. Wir haben uns sogar bewiesen. Ja, wir haben uns bewiesen. Ja, in diesem Sinne, also schön, dass ihr dabei wart. Es war echt eine coole Sache, mal so wirklich diese Mechanik auszuprobieren. Und von daher, abonniert den Channel, wenn ihr bei Star Citizen up to date bleiben wollt. Schreibt uns in die Kommentare, wie ihr das Let's Play fandet. Liked oder disliked die Episode. Und natürlich, wenn ihr uns als YouTube-Creator unterstützen wollt, dann geht doch mal auf unser Patreon-Profil. Ja, Wiesen, und wir gehen jetzt mal ganz rechtschaffen einen trinken mit dem Whisky, den wir geholt haben, wa? Oder Pfefferminztee heute. Genau, alles klar. In diesem Sinne, machen wir es zusammen. 3, 2, 1 und see you on the flight deck!